Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nach Landtagswahl, Abschluss des Koalitionsvertrags und Vereidigung des Kabinetts nähern wir uns wieder der vollen Arbeitsfähigkeit auch in der Fraktion. Diese Woche haben wir im Plenum die Stärke der Ausschüsse bestimmt und unsere Sprecher für unterschiedlichste politische Fachbereiche gewählt. Es gibt keine Sorgen oder Probleme. Ganz anders ergeht es seit dem 7. Oktober den Menschen, die ich am Montag bei einem Empfang des Bayerischen Landtags getroffen habe. Gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der israelischen Generalkonsulin Talia Lador-Frescher habe ich mit 12 Angehörigen deutsch-israelischer Hamas-Geiseln gesprochen. Für sie ist seit dem barbarischen Anschlag der Terrororganisation auf Israel nichts mehr, wie es einmal war. Ihre Angehörigen wurden bei dem Anschlag vor knapp 6 Wochen gewaltsam in den Gazastreifen verschleppt. Ihr Schicksal ist unklar. Es ist mit Worten nicht zu beschreiben, was diese Familien gerade durchmachen. Sie wissen nicht, ob ihr Vater, ihre Mutter, die Großeltern, Schwestern, Bruder oder ihr Kind noch lebt. Ich habe versucht, den Angehörigen Trost zu spenden und ihnen zugesichert, dass wir fest an der Seite Israels stehen, dass wir an ihre Sorgen Anteil nehmen und in unseren Gedanken und Gebeten bei den entführten Geiseln in Gaza sind. Im Namen der gesamten Fraktion habe ich unserer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass sich das Schicksal jener, die sich weiter in großer Gefahr befinden, schnell zum Guten wenden wird. Dazu müssen wir die Erinnerung aufrechterhalten. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass 240 Menschen einfach so im Untergrund festgehalten werden. Das unabhängige Hilfsforum Bring Them Home Now arbeitet gegen das Vergessen. Es unterstützt die Familien der Geiselopfer, macht Druck auf die internationale Politik und gibt den verschleppten Menschen ein Gesicht. Es ist auf Spenden angewiesen. Ich verlinke euch die Seite unten in den Kommentaren, weil es mir wirklich wichtig ist. Bring Them Home Now. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.